Jetzt gibt es einen Einblick in die Werkstoffgruppe der Nichteisenmetalle. Hierbei darf das Legierungselement Eisen 50% nicht überschreiten. Nichteisenmetalle lassen sich untergliedern in Leicht- und Schwermetalle. Anhand der Dichte lässt sich eine Unterscheidung zwischen ihnen feststellen. Liegt diese unterhalb von 5 Gramm je Kubikzentimeter, spricht man von Leichtmetallen. Aluminium ist mit einer Dichte von 2,7 Gramm je Kubikzentimeter ein typisches Leichtmetall. Aufgrund seiner hohen spezifischen Festigkeit, das ist die Festigkeit bezogen auf die Masse, ist Aluminium ein beliebter Konstruktionswerkstoff. Die Festigkeit vieler Aluminiumlegierungen lässt sich durch sogenanntes Aushärten steigern. Verglichen mit Stahl sind Bauteile aus Aluminium bei gleicher Festigkeit, das heißt Widerstand gegen plastische und damit bleibende Verformung, etwa halb so schwer, weisen jedoch ein größeres Volumen auf. Deshalb wird es gern dort verwendet, wo geringe Massen erforderlich sind. Neben der hohen spezifischen Festigkeit sowie einer guten Wärme- und elektrischen Leitfähigkeit besitzt Aluminium einen niedrigen Schmelzpunkt bei 660 Grad Celsius. Aluminiumbauteile finden überwiegend im Bereich der Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrttechnik ihre Anwendung. Entscheidend hierfür ist die geringe Masse der Konstruktion, welche sich positiv auf den Treibstoffverbrauch auswirkt. Daher werden zum Beispiel in heutigen Verkehrsflugzeugen in der Regel Aluminiumbleche für die Konstruktion verwendet. Weitere Beispiele aus dem Alltag sind Kochtöpfe und Espressokannen. Diese lassen sich aufgrund des geringen Schmelzpunktes von Aluminium mit einem geringen Energieeinsatz sowie einer niedrigen Temperaturbelastung der Formwerkzeuge günstig fertigen. Die gute Wärmeleitfähigkeit wird außer bei den Kochtöpfen, zum Beispiel bei Kolben, Zylindern und Zylinderköpfen für Verbrennungsmotoren und Verdichtern, sowie bei Wärmeaustauschern aller Art für viele Anwendungsgebiete vorteilhaft ausgenutzt. Neben Aluminium ist Magnesium mit seiner Dichte von 1,74 Gramm je Kubikzentimeter etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und gehört ebenfalls zu den Leichtmetallen. Da es gleichzeitig eine hohe spezifische Festigkeit aufweist, eignet es sich ideal für den Leichtbau. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist seine nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit. Da es sehr gut recycelbar ist, gewährleistet es einen nachhaltigen Werkstoffeinsatz. Mit einem Schmelzpunkt zwischen 430 und 630 Grad Celsius lässt es sich ähnlich wie Aluminium mit verhältnismäßig wenig Energie verarbeiten. Aufgrund seiner Sprödigkeit, geringen Korrosionsbeständigkeit sowie der leichten Entflammbarkeit kommt Magnesium allerdings im Vergleich zu Aluminium seltener zum Gebrauch. Dennoch findet Magnesium eine vielseitige Verwendung. Magnesiumpulver kommt in Brandsätzen, Brandbomben und Leuchtmunition zum Einsatz. Ein typisches Beispiel aus dem Alltag ist in Feuerzeugen zu finden. Deren Feuerstein besteht aus Magnesium. Hierbei nutzt man die leicht entzündbare Eigenschaft des Materials. Wegen der geringen Korrosionsbeständigkeit dienen Magnesiumstäbe häufig auch als Opferanode zum Schutz vor Korrosion. Ansonsten wird Magnesium in Verbindung mit anderen Metallen, also als Legierung, immer häufiger verwendet. So werden zum Beispiel Lenkräder von Autos aus Magnesium-Aluminium-Legierung gefertigt. Felgen sowie Getriebegehäuse werden ebenfalls aus magnesiumhaltigen Legierungen, in der Regel Aluminium-Magnesium-Legierungen, hergestellt. Ein weiteres Leichtmetall mit einer Dichte von 4,5 Gramm je Kubikzentimeter ist Titan. Es ist elastisch, das heißt reversibel, also nicht bleibend verformbar, korrosions- und temperaturbeständig. Bemerkenswert an Titan ist die hohe Festigkeit bei einer relativ geringen Dichte. Es ist daher besonders für Anwendungen geeignet, bei denen es auf hohe Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und geringe Masse ankommt. Allerdings gehen bei Temperaturen oberhalb von 400 Grad Celsius die Festigkeitseigenschaften schnell zurück. Es tritt eine Versprödung, also eine Abnahme der plastischen Verformbarkeit auf, welche durch die Aufnahme von Sauerstoff und Stickstoff verursacht wird. Hochreines Titan dagegen ist duktil, das heißt, es lässt sich plastisch gut verformen. Der Nachteil von Titan liegt in seinem sehr hohen Materialpreis, weshalb es nur in Bereichen mit höchsten Anforderungen zum Einsatz kommt.
Zu finden ist Titan legiert mit Aluminium und Vanadium in Turbinenschaufeln für Triebwerke von Militärflugzeugen. In Sportartikeln, zum Beispiel als Rahmenmaterial für hochwertige Fahrräder sowie Tauchermesser oder im Rahmen von Tennisschlägern finden Titanlegierungen ihre Anwendung. Außerdem ist Titan auch im Bereich des Alltags, zum Beispiel als Bestandteil in Armbanduhren oder Besteck vorhanden. Aufgrund der bereits erwähnten Vorteile und vor allem wegen der guten Bioverträglichkeit, das heißt Korrosionsbeständigkeit gegenüber Körperflüssigkeiten, werden Implantate in der Medizintechnik häufig aus Titanlegierungen gefertigt. Zusammenfassung: Unter dem Begriff Leichtmetalle werden allgemein diejenigen Metalle zusammengefasst, deren Dichte unter 5 Gramm je Kubikzentimeter liegt. Als heutzutage technische Baustoffe kommen hierfür hauptsächlich nur Aluminium, Magnesium und Titan in Frage. Die große Bedeutung der Leichtmetalle liegt in ihrer geringen Dichte und deren verhältnismäßig hohen Festigkeit. Wegen dieser Vorzüge treten die Leichtmetalle überall dort in Erscheinung, wo geringes Gewicht verlangt wird, insbesondere in der Luft- und Fahrzeugindustrie. Ebenso für tragbare Geräte und bei schnell bewegten Maschinenteilen zur Verringerung der Massenkräfte sind diese Materialien kaum noch wegzudenken.